Hallo, ich bin Jörg Alt, ich bin Schauspieler und bin Hauptdarsteller in dem Film Still und Stumm. Ja, seit meinem 5. Lebensjahr stehe ich schon auf der Bühne. Das kam von zu Hause durch meine Eltern. Und ja, das Schauspiel hat mich schon immer fasziniert. Dann kam später das Modeln dazu. Und nach dem Modeln dachte ich mir, jetzt gehe ich noch mehr in den Bereich Schauspiel. Nach meiner Schauspielausbildung im Bereich von 2,5 Jahre. Dann hatte ich 4 Jahre klassischen Gesang. Und es war eine schöne Kombination und selbst das Modeln ist mir bis heute immer noch erhalten geblieben. Ich habe eine eigene Modelschule, in der ich ausbilde, viele vorbereite für Castings, für Agenturen und ich freue mich für jeden jungen oder auch reiferen Menschen, wenn er da in den Bereich reinkommen kann, kann kreativ sein, kann darin arbeiten und ja, das ist für mich das größte Geschenk. Ja, das Projekt VDSES, finde ich, ist eine ganz tolle Geschichte. Vor allem für Jugendliche, dass Kinder Möglichkeiten haben, sich zu entfalten, kreativ zu sein, auch was im Team zu erschaffen. Und wie gesagt, von der Straße ins Studio finde ich persönlich ein ganz großes Thema, weil viele Jugendliche kommen so schnell in eine falsche Gesellschaft, in falsche Kreise. Und wenn sie dort wirklich eine Arbeit machen, ihren Job machen und sehen zum Schluss, was dabei rüberkommt, das stärkt doch diese jungen Menschen und es gibt ihnen auch wieder Kraft für den Alltag. Und dieses Projekt finde ich persönlich mega. Und auch das, wie es das Ganze auch erarbeitet wird am Set, die ganze Produktion, das ist so hochprofessionell, wo ich sage, ja, da war ich auch gleich bereit, Ja zu sagen für den Film Still und Stumm. Allein die Tatsache, dass so ein Projekt eine Filmproduktion angeht, das ist großartig, auch mutig. Und wenn ich dann sehe, wie VDSES am Set mit den Kindern arbeitet, wie sie das Ganze auch erarbeiten und vor allem, was aus jedem einzelnen Kind rausgeholt wird, das ist mega. Es sind Amateurschauspieler und für mich ist das Schöne, das Greifbare, weil die Vorbereitung so toll stattfindet, dass die Kinder den Ernst sehen, der Lage, den Bogen, die Spannung zu halten im Dreh. Und ich kann es wirklich auch greifen und damit auch arbeiten. Und da muss ich sagen, das ist wirklich eine ganz hohe Kunst. Und das habe ich in meiner Karriere im Schauspiel so noch nicht erlebt. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, dass ich noch nicht so viel über den Film erzählen darf, weil noch nicht die eigentliche Pressearbeit begonnen hat. Aber ihr bekommt von mir ganz kleine Details. Es geht um den Alltag in einer Lehranstalt in der Hirschwald-Knabenschule. Es gibt 3 Rollen, die ganz besonders im Blickpunkt stehen. Da gibt es 2 Freunde, die in die gleiche Klasse gehen, die zusammenhalten, die innig befreundet sind, sich gegenseitig Mut machen. Und dann gibt es den Schulrektor, gespielt von mir, der etwas seltsam ist, sehr speziell in seiner Art und eigentlich keiner weiß, woran er ist. Und diese Art und Weise, wie der Schulrektor seine Schule leitet, da kommen Konflikte auf, Spannungen und das Ganze pauscht sich zu einem ganz großen Drama auf. Der Film ist wirklich fesselnd, er ist spannend, er ist hochdramatisch. Und wir sind gespannt auf eure Resonanz. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Abonniert diesen Kanal, damit ihr von Still und Stumm nichts mehr verpasst. Habt eine gute Zeit, euer Jörg Alt.